Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschler und heute bin ich mal wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es halt heute den Pre-Patch Live auf dem Live-Server und dementsprechend wollen wir jetzt hier bei All the Things mal mein kleines Collection-Update durchführen, gucken, was ich die letzte Woche so erspielt habe, beziehungsweise auch schauen, was neu dazugekommen ist. Auch das Add-on wurde geupdatet, ein paar Sachen, die den Pre-Patch betreffen, beziehungsweise Shadowlands im Allgemeinen, sind hinzugefügt worden. Manche Sachen sind ein bisschen komisch, da werden wir nachher noch drüber sprechen. Aber als erstes wollen wir mal gucken, wo wir letzte Woche waren. Und zwar waren wir letzte Woche bei den Einstellungen, die ich jetzt drin habe, heißt einmal alles bis auf die Quests und die Season-Sachen hatten wir ja auch noch mit drin. War ich bei fehlenden Items 104, nee, 174, was 99,69% war. Und jetzt sind wir das erste Mal quasi schlechter geworden. Jetzt fehlen 192 Items, was 99,66% ist. Liegt einfach daran, es kam einiges dazu. Ich habe zwar mir auch ein paar Items erspielt gehabt die letzten Wochen, aber es kam halt mehr dazu, als ich quasi ja, erwirtschaftet habe. Und dementsprechend, was haben wir zum Beispiel neu drin? Hier unten seht ihr, wir haben ein Pet drin und dieses Pet gibt es anscheinend über das Pre-Event. Und ja, leider ist das Pre-Event noch nicht gestartet. Dementsprechend können wir uns das, so wie ich das sehe, leider, leider, leider noch nicht holen. Dann haben wir hier bei Außenbereichen einige Questgeschichten drin, beziehungsweise eigentlich sind es keine Quests, sondern es sind Items, die wir über Quests bekommen. Das sind alles weiße Items. Und das scheint alles Sachen aus Startgebieten zu sein. Diese Geschichten haben eigentlich keinen Wert für uns, weil man weiße Items nicht transmoggen kann. Jetzt gibt es zwei Optionen. Option 1 ist, wenn dann Blizzard hat was geändert und man kann auf einmal weiße Items transmoggen, habe ich ehrlich gesagt nichts gehört von. Oder All the Things hat da irgendwas verkackt und jetzt sind halt diese weißen Items irgendwie gemerkt als zu sammelnd. Und ja, weiß ich nicht. Ich schätze erstmal zweiteres. Ich denke mal, da wird nochmal ein Update kommen. Später werde ich dann nochmal vorbeigucken mit einem Twink, mal die Teile holen und mal schauen, ob die aus dem Addon raus verschwinden oder ob die weiter drin bleibt. Oder ob man sie vielleicht sogar transmoggen kann. Das sind nämlich tatsächlich relativ viele Sachen. Und zwar, wie ihr seht, sind es 35 Items. Alle hier über irgendwelche Startquests. Hier seht ihr Laubschattental, das ist auch das Startgebiet mit irgendwelchen weißen Items. Das sind relativ viele Sachen. Dementsprechend ist der Count ein gutes Stück hochgegangen. Ich würde aber sagen, wir gucken uns jetzt mal an, was ich weggebastelt habe. Und zwar bei Berufe, seht ihr, haben wir jetzt nur noch einmal das Rezept drin, was wir ja über RBG kriegen, das letzte Schmiedekunstrezept. Was rausgeflogen ist, ist erstmal der Staubbringer, das war ja die Angelwaffe, die habe ich mir für, was waren das? Ich glaube, ein bisschen über 100.000 Gold auf einem russischen Server geholt. Ist in dem anderen, in der anderen Videoserie mit drin, also in der Waste of Money Videoserie. Dann habe ich mir den Archäologiestab geholt. Über x Wochen habe ich mir den gefarmt. Haufen, Haufen Archäologie gemacht, habe ich jetzt auch bekommen. An der Stelle, kleiner Spoiler für meine Archäologie-Quest-Reihe oder meine Archäologie-Opening-Reihe. Den werde ich wahrscheinlich in einen der nächsten Openings rausziehen. Also, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu arg gespoilert. Aber es gibt ja auch noch ein paar Quests, ne? Da bin ich auch noch dran von Archäologie. Was hatte ich dann noch offen? Genau, das Kochrezept hatte ich dann hier noch offen. Diesen Disteltee, den konnte man nur auf den Schurken bekommen. Ich habe dann auf den Schurken eingeloggt, mal mein Kochbuch aufgemacht und hat gesehen, ah, ich habe das mit dem Schurken tatsächlich gelernt, habe anscheinend nie das Kochbuch geöffnet, deswegen hat Addon das nicht registriert und das ist jetzt auch raus. Ich dachte mir, das werde ich nie rausbekommen, aber auch die Berufe sind accountweit und dementsprechend nimmt das dann raus, zumindest wenn ihr hier den Haken drin habt. Jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt bei Berufen oder bei den Rezepten hier den Haken rausmache, dann zeigt er mir wahrscheinlich den Disteltee wieder an. Ah, seht ihr? Hier ist der Disteltee wieder drin, aber den kann ich mit einem Druiden gar nicht bekommen. Den kannst du nur mit einem Schurken bekommen, deswegen lassen wir den Haken drin. Habe ich mir mit dem Schurken geholt, beziehungsweise hatte ihn schon. Dementsprechend fehlen jetzt hier wirklich nur noch die Pläne, die wir bei RBG kriegen. Mal gucken, ob ich das vor Shadowlands noch mache. RBG ist nämlich ein bisschen schwierig, da Leute zusammenzukriegen, beziehungsweise auch, dass es aufgeht. Ne? RBG spielen leider nicht sonderlich viele Leute. Gut, dann PvP hat sich nichts geändert, Festtage auch nicht, Ereignisse hat sich auch nichts geändert. Ich habe zwar wieder ein paar Legion-Invasionen gemacht, aber das hier sollte immer noch nicht sein. Dann bei den Essenzen hat sich auch nichts geändert, da brauche ich immer noch die von Ashara, die Heal-Essenz. Ich dachte eigentlich mit dem Pre-Patch, dass man sie nicht mehr kriegen kann. Da die Mounts noch drin bleiben, also sowohl das Ashara Mount als auch das Mount von N'Zoth sind beide noch 100%, kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch noch die Essenz holen kann, ne?
Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Vielleicht haben die es einfach noch nicht geupdatet. Oh, hier wird es immer noch als Ding, als holbar angezeigt, oder? Wem hör? Mal gucken. Vielleicht hole ich mir die sogar noch. Dann bei Erfolgen hat sich tatsächlich was getan. Und ihr seht, es sind hier komplett andere Geschichten drin wie vorher. Mir hatten ja noch drei Sachen gefehlt. Einmal den Kriegsherr von Draenor. Das ist ein Titel, den man über ein Achievement kriegt. Und ich hatte bis jetzt immer Kriegsherrin, weil Char weiblich war. Aber ich hatte nicht Kriegsherr. Was ich damals schon dumm fand, dass mir das Addon das anzeigt, dass ich nur die weibliche Form habe. Weil bei allen möglichen Titeln gibt es eine weibliche und eine männliche Form. Und je nachdem, ob dein Char männlich oder weiblich ist, hast du halt die jeweilige Form, ne? Und bei dem einen Titel hat irgendwie das Addon rumgemotzt. Seit heute kann man ja sein Char kostenlos beim, oder nicht kostenlos, aber zumindest für ein paar Gold beim Friseur hier eine Geschlechtsumwandlung durchführen lassen. Und dementsprechend habe ich das gemacht. Dann war das mit dem Titel raus. Was auch raus war, mir hatten ja sonst nur noch zwei Heldentaten gefehlt. Erfolge hatte ich ja alle. Und das waren die beiden Heldentaten sowohl im RBG als auch in der Arena. Unter den 0,0 irgendwas Prozent der Besten zu sein, wo man halt den R1 Gladi kriegt oder den ja, Held der Allianz ist es, oder doch, ist es Held der Allianz? Ja, doch, es müsste Held der Allianz sein, den man ja erst am Ende der Season kriegt, wenn die halt vergeben werden, ne? Und dementsprechend die beiden Heldentaten konnte man noch nicht haben, beziehungsweise ich habe die auch beide jetzt nicht erwirtschaftet, ich habe ja nur den normalen Gladiator die Season bekommen. Aber da die jetzt nicht mehr halt erhältlich sind, sind die halt raus und dementsprechend müssten eigentlich alle Erfolge fertig sein. Aber es sind natürlich neue Erfolge dazugekommen und Alder Things hat jetzt ein paar schon reingepackt, die man aktuell schon erspielen kann. Es gibt nämlich sowohl von Draenor, Legion als auch BFA ein Achievement, dass man so Pets dieben muss. Ne? Das kennen wir aus den älteren Expansion schon, da muss man diese ganzen kleinen Wildtiere oder kleinen Haustiere, die rumlaufen, muss man halt dementsprechend Slash Liebe eingeben und dann kriegt man die Erfolge. Das Blöde an der Geschichte ist, ich wollte die vorher schon angehen. Wenn wir jetzt hier runter scrollen, hier ist zum Beispiel einer, ich kann da nicht drauf drücken und ich sehe auch nicht, welche Tiere ich brauche. Ich habe gesehen, auf WoW Head gibt es Leute, die das schon mal rausgefunden haben. Im Normalfall sollten da Listen drin sein. Und das ist einfach ein Bug. Seht ihr, wenn wir jetzt hier draufklicken, bei Pandaria haben wir die Liste drin. Da weiß ich, welchen habe ich schon und kann die abfliegen. Jetzt, wenn ich keine Liste drin habe, dann kann ich halt einfach rumprobieren und rumsuchen, bis ich halt weiß, welcher der richtige ist. Ne? Oder ich versuche halt auf WoW rauszufinden, okay, welche brauche ich alle, wo muss ich genau hin. Ich hoffe, dass sie das die nächsten Tage noch fixen werden, weil das ist halt ärgerlich. Ich wollte jetzt halt eigentlich gleich die Sachen angehen. Geht halt leider jetzt nicht, ne? Und das ist halt bei den anderen Achievements genauso, ne? Also jetzt hier in BFA kann ich auch nicht draufklicken, da passiert halt nichts. Auch wenn ich es mir rausdrück, wird es halt nicht angezeigt, leider. Aber das sollte machbar sein, ne? Also das werde ich auf jeden Fall angehen. Und wie gesagt, hier diese weißen Sachen. Ich war vorher mit dem Main schon mal dran und habe auch Party Sync mit dem Twink gemacht, dass ich die Quest nochmal machen kann. Das Problem ist, wenn du die Belohnung schon mal bekommen hast, kriegst du sie nicht nochmal. Heißt, ich muss jetzt mit irgendeinem anderen Charter hin, der da noch nie gequestet hat, diese weißen Items nochmal kriegen und mal schauen, ob man sie dann transmoggen kann. Oder ob das von dem Addon einfach nur irgendwie komisch ist, dass das ein Fehler ist, keine Ahnung. Da muss ich mal noch nachschauen. Da müssen wir dann vielleicht mal noch gucken, wie das genau funktioniert. Es sind halt 35 Items, die da fehlen würden. Dann gucken wir mal noch rein bei Dungeon und Schlachtzüge. Und zwar geht es da jetzt nicht um neue Sachen, sondern Sachen, die ich jetzt die letzte Woche bekommen habe. Jetzt wird es interessant. Und zwar im Classic hat sich nichts verändert. Da ist ja alles gleich geblieben. Auch hier MOP hat sich nichts verändert. Die Klinge habe ich immer noch nicht gekriegt, obwohl ich einige Runs da gemacht habe. Hier in Legion hat sich was getan. Ich habe heute tatsächlich jetzt schon in der neuen ID ein bisschen ausprobiert mit Legion Raids, wie schwer die sind nach einem neuen Scaling. Und ich habe festgestellt, theoretisch wären die Legion Raids jetzt um einiges schwerer als davor, weil die Mobs im Verhältnis viel mehr Leben haben. Ne? Zum Beispiel hab ich geguckt, einen Boss im Grabmal im NHC hat so 800k Leben, im HC sind schon über 1 Million und im Mythic sind schon 3 Millionen. Ne? Dann war ich jetzt vorher auch mal in dem BFA-Raid drin. Ich glaube im Eternal Palace, erster Boss, und der erste Boss im Eternal Palace hat gerade mal halt so 1,9 Millionen. Wenn ihr überlegt, der Mythic-Boss aus dem letzten Addon hat halt 3 Millionen. Ne?
Und die hauen halt auch ganz gut rein. Aber du hast jetzt in Legion, selbst mit einem 100, mit einem 50er Charm and Scaling, also ich mache teilweise 50, 60k Crits auf die Mobs und normalerweise haue ich halt mit dem Char hier Hits raus, die vielleicht 600.000, 2.000 Schaden machen, vielleicht mal ein 3k Crit, ne? Aber halt keine 60, 70.000, was ich teilweise rausgehauen habe. Heißt, die haben jetzt auch dieses Scaling reingebaut, dass du in die niedrigeren Instanzen hast. Gilt jetzt auch für Level 50er Chars in Legion Dungeons. Und ihr müsst denken, in den Legion Dungeons sind die Mobs jetzt nicht 10 Level drunter, sondern ich glaube, die meisten NPCs, die da rumgelaufen sind, also die normalen Trash-Mobs, die waren, glaube ich, Stufe 47. Ne? Also man ist selber Stufe 50, die Mobs sind 47, sind noch grün bei einem, aber sie haben tatsächlich einen Scaling. Man macht, ich schätze mal, 10 mal so viel Schaden, irgendwie sowas um den Dreh rum wird's sein. Und ja, da geht dann tatsächlich was. Also man kann die umhauen. Ich würde sagen, mit Main habe ich ein bisschen länger gebraucht, die zu töten, weil man merkt halt auch die Corruption und so, dass sie nicht dabei ist. Und man kriegt auch mehr Schaden. Also ich habe im mythischen Modus zum Beispiel den ersten Boss in Toss, war schwierig, den zu töten, tatsächlich. Also der hat richtig, richtig Damage reingehauen. Den habe ich dann als Tank gespielt. Da ging es. Als Tank bekommt man kaum Schaden, aber als Katze, ich wurde einfach vermöbelt, ja. Und dann habe ich auch nochmal versucht, das Ganze mit Twink Chars zu machen. Und muss sagen, Twink Chars machen im Verhältnis jetzt mehr Schaden als davor. Ein krass equippter Main Char macht im Verhältnis weniger Schaden. Einfach dem Scaling geschuldet, ne? Weil das Scaling halt jetzt, ja, das so ein bisschen angleicht, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Was habe ich dann gekriegt? Ich war dann auch im Toss, nicht, ja, in Toss war ich unterwegs und ich war halt auch beim. In den Hallen der Tapferkeit, genau. Und da habe ich endlich das Set bekommen, was ich jetzt schon seit mehreren Wochen farm. Das ist jetzt raus. Das ist, du brauchst so ein Kopftoken, dann kriegst du so ein komplettes Set. Das müsste ich jetzt wahrscheinlich hier auch einmal drin haben. Und zwar, wo haben wir es denn bei Vorlagen? Sets. Das müsste jetzt hier sein. Genau das LFR-Set. Das hier habe ich jetzt bekommen. Genau, die anderen hatte ich ja schon. Und LFR-Set haben wir jetzt auch eingetütet, das ist raus. Was mir jetzt halt immer noch fehlt, sind die Xavius-Schultern und der Might-Kolben. Aber eventuell kann ich jetzt auch mit schlechter equippten Twinks hier das Ganze abfarmen. Zumindest im LFR, im Normal müsste es gehen. Im HC und Mythic wird es wahrscheinlich auch mit den Twinks nichts. Genau, so viel dazu. Dann waren wir letzte Woche auch großartig in wieder den ganzen alten Raids unterwegs. Ich war in Uldia. Da sah Alor, dann ja, im ewigen Palast und ich war auch in Nyalotha, aber da werden wir gleich zu kommen. Ich habe in Uldir jetzt das so weit fertig gebastelt, dass ich Normal fertig habe. Da hat mir ja noch drei Items, glaube ich, gefehlt. Die habe ich alle bekommen. Und im HC fehlen mir jetzt weiterhin ja, zwei, drei Items, beziehungsweise es sind zwei, das sind hier die gleichen Geschichten. Also das ist der gleiche Dolch. Sprich, ich muss jetzt noch Uldir einmal hier im HC rein, zwei Items holen. Im Mythic fehlen mir auch noch drei Items insgesamt. Das war ich jetzt letzte Woche. Doch, Ding habe ich umgehauen. Zumindest Zul habe ich umgehauen. Garhunes ist mit Randoms halt immer so eine Geschichte. Das musste wirklich progressen. Dann da sah Alor. Sieht es leider nicht viel besser aus. Da brauche ich immer noch von Rastakhan den Dolch im LFR und im Normal. Da hat sich, glaube ich, nichts getan. Dann im Tigel war ich nicht drin. Da brauche ich hier nur noch ein Mythic-Item. Im ewigen Palast, da hat sich doch ein bisschen was getan. Jetzt brauche ich hier nur noch den Rogue-Dolch im Normal-Modus und im heroischen Modus brauche ich den Rogue-Dolch und eine Schildhand und die droppen halt sowohl beim ersten als auch beim vorvorletzten Boss, also hier beim Hofstaat, genau. Und was wir dann auch noch geholt haben, einige Items im Normal, also ich war im Normal-Modus hier in Nyalotha unterwegs, da waren es ja, glaube ich, über 20 Items, weil ich da das Set auch nicht hatte. Ich war halt nie großartig im Normal. Und da habe ich jetzt fast das komplette Set fertig, bis auf den Gürtel habe ich da rausgekriegt, weil ich ein bisschen mit Main unterwegs war, ich ganz entspannt, muss ich sagen. Ist ziemlich gut durchgegangen, aber die ganzen Waffen fehlen mir halt noch. Aber das waren bestimmt jetzt so knappe 10 Items, die ich wegbekommen habe, weil die zählen ja, also wenn beim zweiten Boss eine Brust droppt und beim dritten Boss und beim Endboss und das hat das gleiche Aussehen, dann fallen halt gleich drei Items weg, ne? Und das ist dann halt immer relativ viel, wenn dir das Gearzeug noch fehlt. Und hier seht ihr, jetzt fehlt mir hier nur noch der Gürtel und dann haben wir das komplette Set hier auch im Normal Mode. Waffen sind halt noch einige, die da offen sind, ne? Aber gut, ich glaube, ich war dann so bei 160 Items, die mir noch gefehlt haben. Und jetzt sind halt einige wieder, wie gesagt, dazugekommen. Vor allem halt hier im Außenbereichen hat man nochmal einiges drauf bekommen. Genau,
Dann würde ich sagen, switchen wir rüber zu den Quests und da hat sich tatsächlich einiges getan. Jetzt machen wir hier mal alles aus. Da haben wir nämlich jetzt so Sachen wie Exiles Reach zum Beispiel dabei und machen wir vielleicht erstmal hier den gesamten Modus an. Also das ist jetzt hier der Account-Modus und da muss ich mal gucken. Ich war das letzte Mal bei... Ah ja, genau, ich war das letzte Mal bei 49 Sachen, die gefehlt haben und das waren 99,55% und jetzt sind wir nur noch bei 98,83%, was 129 Items sind, weil halt sehr, sehr viele Quests dazugekommen sind. Wenn wir jetzt mal gucken, das hier ist gleich geblieben einmal, ne, mit der Pfeife. Da muss ich ja warten, bis einmal hier der Schlotternächte sind. Ja gut, das ist jetzt nur noch eine halbe Woche, also von dem her sollte das jetzt nicht so das Problem sein. Festtage hat sich jetzt auch nichts getan. Dann hier Ereignisse. Da haben wir dann Expansion Pre-Launch Event. Und das ist halt die komplette Questreihe, die wir machen können im Pre-Patch. Die ist noch nicht live, also die kommt wahrscheinlich erst die nächsten Wochen. Heißt, diese ganzen Quests kann ich noch nicht machen. Ich kann auch noch nicht Nathanos unboxen. Das ist ja dann so ein kleiner World Boss, den man noch killen kann. Das geht noch nicht. Das sind 17 Sachen, die jetzt noch nicht funktionieren. Dann ist hier, warum auch immer, die Schattendrohne drin. Das ist das Mount, die man, ja, das Mount, das man in Uldum quasi sich freischalten konnte. Ich habe das gemacht. Ihr seht, das Mount habe ich auch. Warum zum Teufel das jetzt hier wieder drin ist? Ich bin auch nochmal vorbeigeflogen. Ob es irgendwie rumbuggt und man es jetzt nochmal machen kann, kann ich nicht nochmal machen. Also, das scheint einfach zu buggen. Ich hoffe, das fixt hier das Team um All the Things die Tage noch. Das scheint einfach buggy zu sein, ja. Dann, Außenbereich gucken wir gleich an. Jetzt schauen wir erstmal noch bei Dungeon und Schlachtzüge rein. Hier ist jetzt irgendwie aus Akku wieder eine Questreihe drin mit dem Siegelring. Irgendwie ein bisschen komisch tatsächlich. Eigentlich meine ich, ist das nicht der Ring aus der Höhlen der Zeit, die ich mir letztens schon geholt habe, weil hier brauchst du von Brut von Nostormos einen bestimmten Ruf. Komischerweise ist der jetzt wieder drin. Vielleicht ist das auch ein Bug. Da muss ich nochmal gucken. Oder ich probiere mal den nochmal zu kriegen, diese Quests. Dann, was hier noch drin ist, ist jetzt wieder die Normal Quest von Schwarzfellsgießerei. Die konnte ich ja mit dem Main zum Beispiel nicht mehr machen, weil ich die HC und Mythic Quest schon gemacht habe. Vielleicht muss ich die dann nochmal mit dem Twink machen. Und ähnlich verhält sich es jetzt bei der Normal Quest im Grabmal als auch in Antorus. Die sind ja immer raus, sobald du die höherstufige Quest gemacht hast, weil du dann automatisch den niedrigeren Modus skippen kannst. Wenn du jetzt HC gemacht hast, hast du eine Normal Skip automatisch und die Questreihe ist weg. Die waren jetzt bis jetzt zum Update von dem Addon nicht drin. Jetzt sind sie wieder drin, was ein bisschen komisch ist. Vielleicht muss ich die mit dem Twink tatsächlich machen. Muss ich mal schauen. Und da hier Nyalotha ist, habe ich ja selbige Geschichte, dass die Normal Quest, dass ich an die leider im Moment nicht rankomme, weil ich die HC-Quest schon gemacht habe. Genau. Dann können wir gucken bei Außenbereichen. Da sind jetzt manche Sachen dazugekommen. Zum Beispiel hier sind jetzt wieder ein paar Quests. Dunkelküste sind ein paar Quests dazugekommen. Weiß auch nicht, wo die jetzt genau herkommen. Die SW sind ein paar rausgeflogen. Da hatte ich ja das, wo ich in diese Schale gucken muss. Die ist jetzt irgendwie nicht mehr drin. Dann, das können wir auch zumachen. Brennende Steppe, da muss ich mal gucken. Das hat ja eine Levelbegrenzung. Vielleicht komme ich jetzt an die Sachen ran. Muss ich mal schauen, die konnte ich ja davon nicht machen. Und hier in der Scherbenwelt, die Sachen mit den Seern hatte ich ja vorher auch schon drin. Da bin ich ja noch am Warten, bis dann, ich glaube, nächste Woche kam dann das Event raus, wo man extra Ruf in Burning Crusade kriegt. Also das Burning Crusade Timewalker Event. Da werde ich dann das mit den Seern mal angehen. Und hier im Schattenmundtal ist auch wieder eine Quest dazu bekommen. Keine Ahnung, wo die jetzt herkommt. Da muss ich jetzt mal noch gucken. Dann MOP, die hatte ich ja davor schon drin. Draenor ist irgendwie auch wieder jetzt eine neue Quest dazugekommen. Muss ich mal schauen, ob wir die einfach machen können. Hier Dalaran, das hatte ich vorhin schon drin. Und hier haben wir jetzt auch wieder in einem anderen Szenario wieder ein paar Quests. Die müsste ich auch mal noch schauen, wo wir die angehen können. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Also es sind Haufen alte Quests, die vorher nicht angezeigt wurden, jetzt wieder dazugekommen, komischerweise. Das hatte ich vorher auch schon. Die Knochen von Xymballa hatte ich auch schon. Und jetzt seht ihr hier die Insel der Verbannten. Das ist quasi Exiles Reach, die neue Levelzone. Und da sind halt 40 Quests. Ne? Da muss ich mal schauen, ob ich da mit dem Main mich irgendwie hinbegeben kann. Ich schätze mal, dass es nicht funktionieren wird. Und da muss ich wahrscheinlich dann einen neuen Charme erstellen.
und das einmal durchquesten. Mir wurde gesagt, wenn ich da alles mache, so eine Stunde bist du unterwegs und dann hast du eigentlich alles. Also heißt, das werde ich jetzt mal die Tage in Angriff nehmen. Genau, das ist eigentlich soweit, was jetzt beim accountweiten Modus ist. Und dann würde ich mal schauen, dass wir umschalten. Und zwar auf den Char-spezifischen. Und die Sachen sind eigentlich die gleichen. Pre-Launch-Event. Da hat sich auch nichts geändert. Das sind die Fuchs-Quests, die ich noch brauche. Hier ist komischerweise auch bei Char-spezifisch blöderweise die Quests hier von Schwarzwissgießerei drin. Und die werde ich halt relativ sicher mit dem Main nicht kriegen können. Also ich weiß es halt nicht ganz. Vielleicht, wenn ich die mit dem Twink mache, vielleicht zieht es dann hier trotzdem rein. I don't know, aber da ich die HC und Mythic Quest habe, werde ich die nicht kriegen können. Also das ist ein bisschen blöd. Und hier bei Außenbereichen ist ja auch nur eigentlich das drin mit den Sehern, ne? Es sind halt alle Seher-Quests drin, auch die ich mit den Twinks schon gemacht habe. Da bin ich ja noch am Abwarten. Das hier ist ja die Quest mit dem komischen, ja, mit diesem komischen Auge, die man aus der MS-Höhle rauskriegt. Oder nicht Auge, ja doch, so eine Blase, wo man ja, Khadgar als Pet bekommt. Khadgars Kopf, besser gesagt. Die muss ich ja noch machen, die hatten wir vorher auch noch drin. Und halt Insel der Verdammten oder Verbannten so rum, die wir ja bei dem Gesamtmodus auch drin hatten, die habe ich ja noch gar nicht gemacht. Also hier sieht es relativ clean aus im Gegensatz zum Account-weit, wo jetzt wieder x Sachen reingekommen sind. Keine Ahnung, aber das sind keine neuen Sachen eigentlich, sondern irgendwie die wurden vorher einfach nicht angezeigt. Ich weiß auch nicht warum. Hier sind es jetzt halt 110, also 98,95% und davor waren wir bei 99,46 und 55. 56 Items waren es insgesamt. Also da sind jetzt auch einige dazugekommen. Aber gut, klar, hier alleine 40 Quests, was wir hier haben, ne, die wir da nochmal draufgelegt bekommen haben. Genau, das war es eigentlich soweit. Ich schätze mal, über die nächsten Wochen wird da nochmal einiges gefixt, dass das halt jetzt auch viele Sachen sind, die angezeigt sind, die einfach fälschlich da drin sind oder die einfach bei Blizzard noch irgendwas buggen. Schätze ich jetzt mal, ne? Ja, beziehungsweise hoffe ich, dass vor allem diese weißen Items, die mir jetzt beim normalen Fenster angezeigt werden, also wenn wir jetzt hier nicht die Quests haben, sondern alles andere, da weiß ich noch nicht so ganz richtig, was mit anzufangen. Ich vermute mal, dass das ein Bug sein muss. Alles andere kann ich mir eigentlich vorstellen. Genau. Gut, ich werde jetzt aber weiter mit dem quasi die Quests hier rauslassen, dass ich das so ein bisschen getrennt habe. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich die Unobtainables, ne, ob ich da die Feiertagssachen rausnehme, um einfach so ein bisschen besser sehen zu können, was ich jetzt wirklich nur aktuell farmen kann. Da wären es nämlich dann nur 130 Geschichten. Mal gucken, vielleicht werde ich auch demnächst damit weitermachen. Gut, damit wären wir eigentlich dann am Ende von der kleinen Aufnahme. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es was gebracht, mein kleines Update. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann in der Woche wieder und dann schauen wir dann, was gefixt wurde und was ich mir wieder so schönes Neues erfarmen konnte. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.